Hallo Freunde der Nacht. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Night of the Dead. Ihr wisst alle, wenn ich unterwegs bin zum... Ach, jetzt habe ich meine Reparatursachen vergessen. Wenn ich unterwegs bin beim Looten, dann vergesse ich voll die Zeit. Ich bin jetzt eben gerade wieder kurz vor 23 Uhr hier eingedrudelt. Hat gerade noch genug Zeit, jetzt hier noch ein paar Ballistasteine herzustellen. Und ein paar Katapultkugeln. Und da ist auch schon 23 Uhr. Es ist manchmal wirklich wie verhext. Aber nun ja, was soll ich sagen? So ist es nun. So, alles, was jetzt nicht gebraucht wird, raus aus dem Inventar. So, Maschinengewehrkugeln. Die Eisen... Ach, apropos Eisenbarren. Guckt mal an, Leute. Guckt's euch an. Meine Kiste ist voll. Ich habe noch dermaßen viel Eisen gefunden. Vor allem Kupfer. Dass ich jetzt keinen Platz mehr in den Kisten habe. Wenn die Nacht um ist, würde ich sagen, wir bauen noch ein paar Katapulte. So, wir beladen schon mal, dass wir auch gleich das alles unter Feuer nehmen. Die letzten zwei Wellen kamen aus beiden Richtungen, von rechts und von links. Und ich hoffe, dass es die Nacht nicht so ist. Sonst bekomme ich einen Nervenkollaps. So, alles schön hier alles schön voll. Den Flammenwerfer habe ich jetzt Benzin dabei, jawohl. Aber ich glaube, da gehe ich noch welches herstellen. Oder nee, da habe ich noch. Doch, habe ich noch. So, aber ich lade mal noch ein bisschen was ein. So, das sollte jetzt ausreichen. Reparieren. Noch schnell die Ballisten. Warum die jetzt Schaden haben, das weiß ich nicht. Die waren schon ein paar Mal nicht im Einsatz. So, jetzt müsste es jede Minute losgehen. Ich stelle mich mal sicherheitshalber hier hin, in der Hoffnung, dass die jetzt von hier kommen. Fallen sind geladen. Ach, ich habe meine Spieße vergessen da vorne. Dann hoffe ich, dass sie vielleicht doch nicht von da kommen. Aber ein paar könnte man vielleicht noch bauen, oder? Schnell. Noch schießt ja nichts. Bearbeiteter Baumstamm. Und das hier. Ne, das war's doch. Nee. Ach, die blöden Seile. Ein paar hätte ich dann doch schon gerne hingestellt noch. In der Hoffnung auch, dass sie sich dann hier so ein bisschen aufteilen und auch wirklich die komplette Breite hier nutzen. Aber die Katapulte schießen schon, bloß die Frage in welche Richtung. Oder? Zu einfach.
wollen wir es den Jungs ja nicht machen. Scheiße! So. Und Türe zu. So. Wie sieht's denn aus? Ja, alle Katapulte schießen. Das heißt, die kommen wieder von beiden Seiten. Das ist natürlich nervig, ne? Das ist natürlich nervend. So kurz bevor die Endwelle kommt, so geschätzt, gehe ich nochmal davor und lade alle Fallen auf. Ich glaube, die große Mehrheit wird wieder von da drüben kommen und die Welle selbst wahrscheinlich wieder von hier. So war es letzte Nacht nämlich auch. Ich habe gehofft, wenn ich da vorne umbaue, also diese Plattform davor setze, dass die halt breiter reinkommen, dann ändert sich das, dass die wieder aus einer Richtung alle kommen, aber kommen sie alle durch die Biete. Der ist wohl wütend. Laden. Und nach Möglichkeit nirgendwo hängen bleiben. So, Flammenwerfer dürfte noch gut sein. Mehr. Und auch schon ein klein bisschen was dran. Ich habe so das Gefühl, das ganze Fußvolk kommt von links und so dicken Bonzen, die kommen von rechts. So kommt es mir vor.
Der Pult. Okay. Habe ich die Türe zu? Ja. Weil die hier so hinten reinlaufen. Auch mal so ein blöder Metzger. So, Katapulte laden. Wichtig, wichtig, wichtig. Das war ein bisschen irgendwie. Aber besser hier wieder vorne. Okay, hier ist schon mal wieder Ruhe. Ich gehe mal davor jetzt laden. Genug Mats, ich glaube das doch nicht. Nicht genug Material. Dann muss ich in Zukunft mehr Material mitnehmen. Wow, jetzt kommen die. Ach, das ist okay. Game safe. Damit kann ich leben. Aber jetzt leckt's aber. Oh. Da merkt man die Masse, die da jetzt gerade kommt. So. Das sind schon einige. Das muss jetzt die Endwelle sein hier. Die da ankommt. Okay, das ist eine coole Geschichte hier. Flammi gestampft. Aber immerhin, er hat es bis zum Schredder gepackt.
sind die Katapulte stehen. Die Ballisten bewegen sich noch. Metzger. Die werden gerade gemetzgert. Ja, Freunde, da guckt ihr, ne? Ausgemetzgert. Bam, bam, bam. Okay, es funktioniert. Einmal oft darum zu kloppen. Störungswut hier. Ich glaube, das war's, ne? Das dürfte so die Nachwehe sein, die da jetzt noch kommt. Da zappelt auch noch einer. Okay, das müsste es nun gewesen sein. Also, das hat einigermaßen funktioniert hier, dass die sich aufteilen. Dann lasse ich das jetzt auch mal so. Mal gucken, da stelle ich vielleicht auch noch irgendwie eine Falle hin. Aber was ich jetzt auf jeden Fall tun will, ist da vorne auch in meinem Gang drin ein paar Fallen hinstellen, weil die kommen doch schon relativ weit rein. Ich nehme an, auf 2-3 Wellen und dann sind sie drin. Doch ein Grieche angekrochen hier. So, das war's. Die Nacht ist um. Das hier werde ich aus Stein machen. Na, ich mach doch Tee. Die machen halt schon ein klein bisschen Schaden. Ist nicht gravierend, ne? 90% hat die Wand noch. Also von daher mache ich mir jetzt keine große Sorgen, dass die hier alles kurz und klein reißen. Da hat meine Lampe was abgekriegt.
Da muss auch Schaden entstanden sein. Ich hätte gern alles auf einer Taste. Reparieren und auffüllen auf einer Taste. So. Alles haben, oder langsam? Jesus Gott. Da war doch schon wieder irgendwas. Ach, meine Lampe. Mein Lämpchen. So, wie sieht's hier aus? Sieht in Ordnung aus. So, was machen wir denn heute? Sogar hier ist einer reinkommen. Guck mal. Das hätte ich jetzt nicht. Also wir müssen auf jeden Fall hier auch wichtig, dann mal langsam auf Eisen gehen. Mit den Wänden hier. Und da müssen auf jeden Fall noch Fallen rein. Gut. Jetzt gehe ich mal raus und loot das Zeug da hinten. Und ja. Ach, es liegt so viel rum. Und 90% von dem Zeug brauche ich nicht. Jo, jetzt kommt zu noch. Doofer Wolf. Und bitte, bitte, bitte erhöht die Zahlen hier. Dass ich, wenn ich T drücke, mehr als 3 aufladen kann. Und der Radius größer ist. Das ist nämlich auch nervend. Also ich mache das jetzt mit F, weil das habe ich auf der, auf der Maus. T nicht. T muss ich jedes Mal suchen. Ja, immerhin hat es hier noch ein Hase zerlegt. So, was ich jetzt als nächstes probieren will, das mache ich jetzt gleich noch, solange die Folge läuft. Hat es einen Hirsch zerlegt. Den Fuchs. Was ich auch noch bauen will, das habe ich die ganze Zeit schon so im Hinterkopf. Das mache ich jetzt auch gleich. Was war das? Reloaden kann ich nicht, ich habe keine Samen dabei. Was ich auch noch machen wollte, die auch liegen ja noch Säcke rum. So. Das nehmen wir auch noch mit. So,
Also was ich auch noch machen wollte die ganze Zeit, da muss ich mal gucken. Ich hoffe, ich brauche da jetzt nicht irgendwelche Fallmaschinen oder so. Und zwar möchte ich die hier bauen. Die Fassbomben. Brauchen halt relativ viel Benzin, aber ich denke hier an die Endwelle. In der Hoffnung, die kommen dann auch von da. Und zwar möchte ich die mal ausprobieren und einfach da mal eine hinstellen. Einfach mal da. Mir ist zwar klar, dass die dann auch hier meinen Zaun zerlegen, aber ich will es einfach mal probiert haben. Was passiert, wenn so ein Ding hier hochgeht? So. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge schon geht. Deswegen würde ich sagen, ich beende die jetzt. Welle 22 ist geschafft. Ich gehe jetzt nochmal Material farmen. Und guck mal hier, dass ich das auf Stein krieg. Eisen, denke ich, brauche ich hier vorerst noch nicht. Weil das bleibt ja auch nicht so. Hier kommt ja auch nochmal so ein Gang hin. Und von daher. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die Geduld. Bis zur Nacht 23. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.